Vor dem obersten Gericht in Warschau haben etwa 1500 Menschen gegen das neue Gesetz demonstriert, demzufolge die Richter nun automatisch mit 65 im Ruhestand sind. Die Vorsitzende des obersten Gerichts, Malgorzata Gersdorf, ignorierte ihre erzwungene Pensionierung durch die nationalkonservative Regierung vorerst. Sie erschien im Gericht, obwohl für sie nach dem neuen Gesetz am gleichen Tag der Ruhestand begann. Ich trete als Verteidigerin des Rechtsstaats auf, sagte Gersdorf. Es gibt eine klare Linie zwischen dem, was verfassungsrechtlich ist und was nicht. Kritiker befürchten, die Regierenden könnten durch die früheren Pensionierungen missliebige Richter aus dem Amt entfernen. Auch die EU-Kommission warnte vor Einschnitten in die Unabhängigkeit der polnischen Justiz.